Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live. Ihr seht hier gerade, ich bin hier oben in meinem schönen Haus und ich habe eine Ehefrau, Elina. Und das ist mein Sohn, Ninjul. Ja, das ist ein neuer Mod, den ich dazu genommen habe und die stand hier unten einfach in der Stadt rum. Die habe ich dann kurz angeheiratet und Ninjul gezeugt. Und. LOL? Mutter Elina, Mutter du. Ich bin doch keine Frau. Das kann vielleicht daran liegen, dass ich, ich muss das, glaube ich, umstellen. Mit dem, Minecraft-Konto. Aber, na gut, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Heute wollen wir hier drüber bauen. Dafür habe ich ein paar Materialien. Gemeißeltes Glas. Holz. Ein paar Steinziegel. Schwarzblöcke, Schwarzeichenholz, Birkenholz und Stein. Und was mir auch aufgefallen ist, und in der Stadt, da müssen wir gerade eben mal hin. So, und Jump. Können wir auch mal direkt Essen wiederholen. Hier, der Eingang ist anders. Da kommt man nämlich hier raus, dann ist hier ein Weg. Ich habe das gesehen, weil ich in die Stadt gegangen bin, um mit dem Händler zu verhandeln, wegen den Ressourcen. Der hat die extra für mich geholt. Und hier ist nämlich jetzt eine anständige Brücke mit Geländer sogar. So, dann läuft man hier lang und dann ist hier ein anderes Haus. Und mit dem reden wir nämlich jetzt einfach mal. Das habe ich noch nicht getan. Ich weiß auch noch nicht, wer das gebaut hat. Ich denke mal hier der Zimmermann, weil es ein Zimmermann. Hm. Und die Tür steht offen. Dann reden wir mal mit Watts. Ups. Hallo, mein Name ist Rods. Ich hoffe, es ist okay, dass ich mein Haus hier errichtet habe. Ja, natürlich. Hast du den Weg errichtet? Ja, das habe ich. Gefällt er dir? Wenn ja, wäre das gut, weil ich gerne dabei helfen möchte, diese Stadt zu errichten. Ja, ups. Ja, er gefällt mir und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ja gut, also das Haus an sich finde ich echt geil, vor allem hier mit diesem besonderen Glas. Ich hoffe, dass er uns das... Autsch! Auch immer gibt. Aber wir wollten jetzt hier. Einmal erstmal ganz runter. Da die Kartoffeln abernten. So. Ah ja, ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, dass es laut genug ist. Ich habe bei OBS mal eben die Mikrofonverstärkung auf 200 gestellt. Und, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es laut genug. Und, ja, ansonsten hat sich nicht wirklich was in der Stadt hier verändert. Wird allerdings noch, weil ich hatte auch, mir gedacht, dass jetzt, ich gebe dem Zimmermann nach der Folge mal den Auftrag, hier noch ein paar weitere Häuser zu bauen und möglicherweise sogar einen Park, dass hier mehr Bewohner hinkommen. Und ja, wir vielleicht dann tatsächlich eine anständige Stadt hinbekommen. Ich bin nebenbei übrigens mal gestorben. Das war extrem super. Gott sei Dank habe ich jetzt nicht die wertvollen Sachen verloren, die habe ich alle in die Kiste gepackt. Ah ja, noch etwas muss ich euch zeigen. Und zwar ist seit der letzten Folge etwas in unserem Technikbereich abgegangen. Allerdings gehen wir da jetzt erstmal hin. Ja, gut.
Und zwar seht ihr da jetzt schon an der Crucibles. Die befülle ich mit Stein. Okay, den packen wir erstmal hier mit rein. Ja, und zwar erkläre ich euch das Ganze erstmal kurz. Hier, das ist unsere Cobblestone-Produktion, die übrigens auch hier mit Lava befüllt wird, allerdings noch nicht so zuverlässig, dafür muss ich das erstmal viel größer bauen. Hier wird der Stein reingefüllt, dann hier in die Zwischenkiste getan, wovon es dann hier in den Hammer geht, wo es dann zu Kies gemacht wird und runter ins Sieb. Hier, der sieht das die ganze Zeit durch. Ich habe Iron Meshes gemacht. Das ist nämlich ganz einfach, aus vier Eisengittern zu machen. Die sind viel besser. Und dann geht das am Ende alles hier in diese Kiste rein. Wir haben jetzt schon wieder 12 Diamanten, Eisen ohne Ende und das sieht auf jeden Fall echt flott. Hier hatte ich Kohleblöcke geholt. Allerdings, die verbrauchen. Alter, ich glaube, ich habe eine unendliche Kohle. LOL. Ich habe die gestern reingetan. Minecraft lief, glaube ich, 2 Stunden lang durch. Der siebt ja auch, versorgt mit Energie. Allerdings verbrauchen die gar nicht. Geil, nie wieder Energieprobleme. Ja gut, auf jeden Fall hatte ich das so gebaut, weil es einfach effizienter ist. Aber wir wollten ja jetzt mal raus, müssen wir dafür. Und zwar nach hier oben. Hier möchte ich jetzt einmal ein anständiges Schlafzimmer hinbauen. Unten kommt dann das Kinderzimmer rein. Beziehungsweise möglicherweise wird es auch wie mein Keller sein. In Freedom. Mit Manual L. Jackson. Und dann wird hier ein anständiges Schlafzimmer mit Küche gebaut. Also hier würde ich gerne Arbeitszimmer machen. Das steht schon mal fest. Weil dann mache ich hier nämlich durch und dann sehe ich, da kann ich ja runter gucken und so. Dann kommt hier vielleicht ein Flur in die Richtung. Baue dann hier ein Schlafzimmer hin. Und da neben dem Flur eine Küche. Wohl? Ja, doch. So machen wir es. Dafür habe ich hier ein paar Materialien, wie ich euch schon gezeigt habe. Und ich würde sagen, wir fangen an. Erstmal ziehen wir hier mit den Blöcken hier lang. Und dann kommt unsere lange neue Axt zum Einsatz. Dann wird das hier abreißen. So, nur ganz kurz, damit ich hier nämlich das Eisen rausnehmen kann. Zack, erstmal Level 14. Nice. Ja, die letzte Folge hatte ich aufgenommen eigentlich schon. Da hatte ich euch das alles bereits gezeigt. Das Problem ist, sie hat nicht richtig aufgenommen. Weil mein PC mittendrin abgestürzt ist. Wieder dieser RAM-Fehler, von dem hatte ich euch auch schon erzählt. Und ist allerdings auch kein Thema so. Mein Rechner ist eigentlich extrem gut. Lass ich das hier so stehen? Naja, gut. Dann wollen wir jetzt auch mal hier unten bauen wir da noch eine Schicht. In so würde ich sagen, machen wir das hier später noch komplett auf. Dann baue ich mal gerade irgendwie geschisselten Glasscheiben. Die werden einfach hier so hingesetzt.
es war rund um. Dann brauchen wir hier diese Holzstücke, die ich extra bekommen habe. Die setzen wir hier hin. So, dann habe ich hier erstmal ein großes Arbeitszimmer. Hier wird noch ein Boden eingezogen. So, das heißt, ich habe Boden, hohe Fenster. Den Boden können wir eigentlich einziehen. Deswegen, weil ich das so finde, wenn ich hier das jetzt noch umändere und so, dann ändert sich das alles um. Darum mache ich überall einen doppelten Boden. Dann kann ich da unten auch noch zum Beispiel Lampen einbauen, wenn wir dann irgendwann mal Kloster haben. Ich hoffe nur, es fängt jetzt nicht an zu schneien. Also da, also wenn ich hier jetzt oben das alles fertig habe, ne, dann denk nicht, dass das aufhören würde mit dem Baufolgen. Ich habe vor, da noch einen riesen Turm bis zur Mindestbauhöhe zu machen. Der ist jetzt auch nicht so hoch. Wir können mal gerade eben gucken. Ups, da habe ich einen Screenshot. Ups, falsche Taste hier. Ich bin gerade mal auf 222, 264, glaube ich, bis dahin können wir dann bauen. Ich muss dann allerdings auch nochmal gucken, wo ich die Treppe überhaupt reinbaue, ne? Das ist jetzt nicht so gut. So. Ordnung und Dings. Das tun wir dann mal nämlich direkt. Gemalte Region. Ja, ich hatte es auf Deutsch gestellt, weil es zwischendurch einfach nur nervt. Warum will das jetzt? Ja gut, das muss ich auch viel machen. Wir setzen die jetzt einfach nur und dann hat sich das. So, jetzt falsch besetzt. Ehrlich jetzt. Zack. Zack. Und hier. Den hier können wir mal gerade in die Kurse entfernen. Und dann ziehen wir hier Birchwood Wände ein. Bis hier. So, dann haben wir den Grundriss unseres Arbeitszimmers schon mal gezogen. Dann müssen wir jetzt hier den Flur ziehen. Stimmt?
Ja, den Cobblestone sammle ich jetzt extra nicht auf, weil wir haben massig. Ja, also, das wäre sinnlos. Autsch! Scheiße, ich habe nichts mehr zu essen. Sieht das hier gerade mal. Ja, ja, ist ja schon gut, ich gehe ja schon runter. Muss allerdings erst einmal Platz im Inventar wieder schaffen. Dann zack und dann können wir ein paar Ofenkartoffeln fressen. Essen natürlich. Und ja, ich sehe gerade leider nicht im Moment, wie weit wir von der Aufnahme sind. Ja gut, 16 Minuten. Ups, ich ziehe jetzt mit euch noch den Grundriss, dann wird das eine etwas längere Folge jetzt. Aber das, denke ich, ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir mal ein bisschen überziehen. Wisst ihr was, hier bauen wir die Küche hin. Oder das Schlafzimmer. Ja, hier Schlafzimmer, da Küche, da Bad. Da lasse ich mir dann auch noch was einfangen mit dem Eingang hierzu. Vielleicht hole ich die ganze Redstone-Konstruktion übereinander, weil selbst gebaut habe ich es ja eh nicht. So dass wir auf die Tür da verzichten und einfach mal schauen. So. Fällt mir gerade ein, ich muss noch anderes Glas bestellen. Weil im Badezimmer können wir ja nicht einfach normales Glas nehmen. Ja, so geht das, Alter. Gut, noch mal kurz meine Spitzhacke. Weil wir hier das noch machen müssen. Hier kommt jetzt die Küche rein dann. Und zwar geht die Küche so ungefähr bis... Ja, hier so. Also eine extrem kleine Küche fällt mir gerade auf. Da
glaube tatsächlich, ich werde das offscreen weiter bearbeiten müssen. So dass wir hier das tatsächlich weitermachen und nicht den Eingang verschieben muss. Hier kommt dann nämlich noch ein großes Wohnzimmer hin und dann geht es hier dann zum Turm. Naja, gut, wir sind jetzt bei 21 Minuten, fast 22. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge und nächste Folge ist dann ja alles fertig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.